Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Wow. So, dann wollen wir jetzt mal langsam loslegen. Und ja, Nuki hat uns auch noch was zu sagen. Oh, hallo Truppe. Dein Zuhause ist jetzt viel geräumiger, oder? Etwas mehr Platz ist nie verkehrt. Dann gäbe es noch eines. Nimm die Kosten für den Umbau. Das macht 198 Scherben. Ach ja, bitte führe Rückzahlung wie zuvor über das Bankautomaten des Nook-Portals durch. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Okay, gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Das war das, was ich jetzt einfach nur hören wollte. Du hast neue Schulden. Ja, Nook, ich weiß. So, also, dann schreiben wir uns jetzt erstmal auf. Was brauchen wir hier? Erstmal für draußen. Strohbett, Schwingschaukel, Fass. Also. Strohbett. Schwingschaukel. Schwingschaukel. Und was war das andere? Fass? Ich glaube, das Fass war's, ne? Verdammt, hab ich ein Gedächtnis. Ja, genau, Fass. So, also, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür. Sortieren. Alphabetisch. Zuletzt erhalten. Serie. Alphabetisch. Ah, ne, wir gehen einfach so. Holz, Holz und Unkraut. Unkraut haben wir genügend. Das heißt, ich brauche Eisenerz und Holz und Holz und Weichholz. Okay. Also, grob gesagt, wir müssen Holz fällen. Und ich sollte jetzt mal gucken, wie viel ich habe, bevor ich da jetzt überhaupt so weitermache. Jetzt einmal alles in meine Tasche nehme. Um das entsprechend umzusetzen. Ja, 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 ja. So, dann also. In die Tasche. 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 Dann schauen wir mal. Also, wir haben. Sieben Holz brauchen wir noch. Ansonsten haben wir alles, okay. Sieben Holz, das sollte ja kein Problem sein. Jetzt haben wir schon mal fünf. Das heißt, jetzt fehlen uns nur noch fünf. Jetzt haben wir. Also drei fehlen uns noch, so. Jetzt haben wir sieben. Ah, du bist zu klein, okay. Dun, 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 dun. Ja, und jetzt haben wir alles. Genau so soll es doch sein. Und schon können wir anfangen, das erste wirklich schön zu bauen. Herstellen. Strohbett. Das Fass herstellen. Und die Schwingschaukel stellen wir auch her. Und genug fürs Erste. Ja, da seht ihr also in dem Augenblick, die Favoriten zu nutzen, hat seine Vorteile. Definitiv. Ja, man kann sie auch wieder aus den Favoriten rausnehmen. Insofern alles gut. So, dann gehen wir mal zu dem Haus hin. Und ich gehe mal davon aus, da wird sein Eingang landen.
Ah, ein bisschen runterschieben. Nein. Nein. Okay. Und dann machen wir hier. Pass platzieren. Kann sogar noch ein bisschen hoch. Und dass wir dann hier das Bett platzieren. Zwischen komme ich dann zwar nicht durch, aber das funktioniert. Okay. Und damit sollten wir diese Aufgabe schon mal erledigt haben. Für draußen. Okay, das haben wir alles. Es wird gewertet. Jetzt kommen wir für drin. Birnenschrank, Birnenbett und Topf. Birnenschrank, Birnenbett und Topf. Also gehen wir wieder hier rein. Den Topf. Holz. Also wir brauchen nochmal 4 Holz. Das sollte kein Problem darstellen. Okay, der ist nix. Ja, das ist nicht das Holz, was ich suche. So. Und? Nein! Immer nur einen! Was ist denn da los hier? Ich glaube, jetzt haben wir es alle. Oder? 5, ja. Haben wir das erste Haus gleich fertig. Ich brauche nur noch ganz kurz den nehmen. Dann gehen wir zum Bauen. Etwas herstellen. So, den können wir herstellen. Topf. Birnenbett. Oder den Schrank ist das ja, ne? Und jetzt noch das Bett. Nee, weitermachen. Das war eigentlich genug fürs Erste. So. Alles schon damit erledigt. Damit haben wir das Haus Nummer 1. Ich würde mal sagen, jetzt komplett fertig. So. Items für drin. Abgeben. Alle für dieses Zuhause nötigen Items für draußen und drinnen sind bereit. So. Dann gehen wir wieder rein. Schauen wieder. Und nehmen das aus dem Favoriten raus. Die sind jetzt leer, verständlicherweise, ne? So, dann schauen wir jetzt hier. Items für draußen. Romantikgartenstuhl, Romantikgartentisch und Vogel aus. Also. Romantikgartenstuhl, Romantikgartentisch und Vogel aus. Dafür brauchen wir mal wieder Holz. Also auch hier wieder auf Holzsuche gehen.
ist ärgerlich. Da muss das Vogelhaus erstmal warten, bis ich mir eine Axt hergestellt habe und neues Holz holen kann. Ah, Toplay. Hallo. Na, was macht die Kunst? Häuser bauen, Möbel werkeln und Konsorten. Läuft alles gut? Richtig. das ist Musik in meinen Ohren. Um die Baumaßnahmen selbst werde ich mich dann kümmern. Und um die neuen Zuzügler auch. Das wird alles schnell und korrekt laufen. Dafür bürge ich mit meinem tadellosen Ruf. Bald? Ach, was sage ich? Ab morgen könnte schon ein neuer Einwohner hier Einzug erhalten. Ja. Ach, und wenn jemand hier zu- oder wegzieht, werde ich das auf jeden Fall per Durchsage melden. Und wenn sich jemand Neues für ein bestimmtes Haus gefunden hat, schreibe ich das auf das Schild. Kurz gesagt, wir sind bildet. Besonders meine Schilder. Ja. Dann halt die Ohren steif und bleib so fleißig, wie du bist. Ja, ach. Ist ja auch schon klar, was da kommt, ne? So, Stuhl. Weitermachen. Den Tisch. Und eine Axt. Damit haben wir das fertig. Ich könnte jetzt mal mutmaßen, was noch dran kommt. 100%ig noch der Baumstammhocker. Baumstamm-Liegestuhl könnte ich mir auch noch vorstellen. Und Bauklotz-Set könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ich glaube, die Wasserpumpe brauchten wir auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber die werde ich jetzt mal bauen. So. Brauche ich noch das Vogelhaus. Platztechnisch sieht es echt eng aus. Aber auch nicht so schlimm. Denn wir können ja zu Nepp und Schlepp in den Laden gehen. Und kurz mal Hallo sagen. Hallo. Willkommen in Nucks Laden. Ein DJ-Mischpult. Oh, DJ, was geht? Ich will was verkaufen. Was habe ich denn? Ich habe das. Ich glaube, das reicht ja eigentlich auch erstmal. Halt, da ist noch einer. Und das und Birn. Komm, die haben wir auch noch weg. Ich glaube, ich brauche jetzt noch keinen mehr. 6.900 Jennys abgemacht. So, Nuckmeilchen. Gleich zweimal. Obst verkaufen. Unkraut verkaufen. 5.000 Sternis ausgeben, um was zu kaufen. Was ist das? Effektboard. Okay, ist gar kein DJ-Mischpult. Okay, dann erstmal tschüss und bis später. Ich brauchte nur Platz, deswegen. So, den haben wir schon in der Hand. Oh! Wenn mir das nicht in die Karten spielt, dann weiß ich es auch nicht. Hier haben wir jetzt wahrscheinlich wieder ein neues Rezept gefunden. Ja, Anleitung erhalten. Holzbett. Kann ich schon. Wenn ich das verkaufe, kriege ich dafür was? Ich meine, Holzbett lernt ja jeder, ne? Das lohnt sich nicht wirklich. Dafür, dass ich dann am nächsten Tag genervt werde? Nee.
Halt, Vogel ausbauen. Vogelhäuschen bauen, ganz wichtig. So, wo haben wir das Vogelhäuschen? Da. Genug fürs Erste. So. Dann müssen wir jetzt das hier aufstellen. Das war Romantik-Gartenstuhl platzieren. Ich hoffe, das zählt auch. Und dann haben wir dazu noch den Romantik-Garten-Tisch. Ach Mist, der muss noch ein Zentimeter weg. Wieso darf ich da nicht durch? Egal. Daneben stellen wir dann das Vogelhäuschen. Das soll richtig schön abseits stehen. Genau, und da müsste eigentlich das jetzt alles sein. Items für drin ist Bauklotztisch und Bauklotzanlage. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Bauklotztisch und Bauklotzanlage. Favorit und Favorit. Das kann aus den Favoriten raus. Das auch und das auch. Aber das hier, das stört mich noch so ein bisschen. Dann doch eher mehr so hierhin haben. So. Nein. Drehen, drehen. Da komme ich noch lang. Okay. Dann schauen wir beim nächsten. Items für drin: Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Ah, hier habe ich sogar schon alles. Ha! Baumstammhocker. Und das macht sich richtig gut dann so vor dem Meer. So, und dann hier der Stuhl. Und die Wasserpumpe, die stelle ich dann daneben. Nein. Genau, jetzt müsste ich das ja haben, ne? Wir gucken, ob das zählt. Stuhl zählt nicht. Platzieren. Das zählt nicht. Das finde ich gerade so ein bisschen ärgerlich. Zählt das jetzt? Jetzt zählt es. Okay, gut. War ein bisschen zu weit oben. So, für drinnen brauche ich jetzt Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Also, Holzbett, Holzstuhl. Holzbett. Holzstuhl. 18 Holz, ey. Und den Keramikkrug. Also, das heißt, ich brauche... Ich sollte erstmal gucken, was ich überhaupt alles brauche. Favoriten.
6. 24. 23 Holz. Ich muss das Bauklotz-Set auch noch bauen, sehe ich gerade. Weichholz brauche ich 5, 13, 16. 16. 16 Weichholz, 23 Holz. Oh Mann. Und ich habe ja noch Nuckmalm bekommen. Wo denn da? Jawohl. Gut, dann. Sammeln wir erstmal alles ein. Das ist einiges, was ich hier brauche, nämlich. Ich weiß jetzt schon, irgendwann kommen die. Toll, das, was ich gar nicht brauche. Wespen und Bienen. Wird hier echt aufpassen. Natürlich gibt es hier nur Hartholz. Oh, danke für das normale Holz. Ach stimmt. Ich kann jetzt auch auf die andere. Auf die anderen Abschnitte der Insel. Hab ich ganz vergessen. Ich war gerade überrascht, was macht 7 da? Also 16 und 24. Neun, zwölf. Verdammt. Also, normales Holz finden wir noch 14. Und da finden wir noch 3. No way! Gut, dann erstmal bauen, um ein bisschen Platz wieder zu schaffen. Da. Schnell durch da. So, ich möchte einen Holzstuhl bauen. Bauklotz-Set. Vielleicht das bei beiden das Bauklotz-Set? Ah, verdammt, das muss ich über zweimal bauen. Dann fehlen mir nicht 16. Oh Mann. Machen wir es erstmal so. So. Das heißt, mir fehlt dann nur noch das Bett. Und das war's, ne? Das Bett und. Ah, ne. Das Bett und der Tisch. Aber okay. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir eine gute Grundbasis. So, nee, ich wollte dahin. Genau, ist gebaut, ist gebaut, ist gebaut und ist gebaut. Das heißt, mir fehlen jetzt hier noch
13 und 6. 13 Holz und 6. Okay. Wir drin. Geh mal schon mal was ab. Bei jedem fehlt mir eins. Abgeben. Okay, dann wieder hier rüber. Das ist schon mal schön, jetzt fehlen mir noch 10. Nur noch 8. Ja, es wird, es wird. So. Ja, 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 ja. Ich komme Richtung... Moment, ich brauche 15 oder 18? 18 waren es, ne? 4 Stück und bei dem anderen fehlen mir noch 2. Ganz kurz ein bisschen Platz machen. Dass ich wieder hier suchen muss. So. Einer jeweils. Mann! Nein, das war der Falsche. Oder? War das der Falsche? Ja, das war der Falsche. Nicht jeweils, einer fehlt mir noch. Punkt. Yes, wir haben's. Und das ohne einen Zwischenfall. Bin ich gut. Hey, alles gut bei dir? Ich habe jetzt endlich was, was nicht mich nochmal hochheben kann. Ein Haus. Mit massiven Wänden. Jetzt kann ich endlich Klappmesser machen, ohne dass meine Behausung einstürzt. Haha. Okay. So. Etwas herstellen. Auch interessant, dass er dann auf einmal die Ansicht wechselt. Erst von hinten und dann wechselt er nach links die Ansicht. Ein Hit. Von vorne und dann wieder auf die Seite. Zack. Seht ihr das? Für mich ist das so ein kleines nettes Gimmick. Ich war noch gar nicht an dem Automaten. Verdammt. Aber egal, ich gehe ja gleich eh nochmal hin, um mit Nook zu reden, dass ich alles erledigt habe. So. Alle Items für draußen sind bereit. Also für drinnen und draußen. Yippie! Alle Häuser sind jetzt bereit samt Einrichtung. So, Nuki. Was sagst du dazu? Ah, Triple, wie läuft's denn so, weil seit unserem letzten Tausch? Alles klar, Punkte Grundstück, Ausfall, Möbel und so weiter? Nanu, tatsächlich? Na, da will ich mich aber ganz eifrig bedanken für deinen Fleiß. Ich kümmere mich jetzt im Eiltempo um einen gebührenden Empfang für unsere neuen Gesichter. Und das war's, mein Bester. Ich habe viel von dir verlangt und du hast alles erledigt.
Ach so, ist jetzt die Zeit, dass ich mich wie versprochen bei dir erkenntlich zeige. Das hier ist für dich, bitteschön. Und zwar Zäune. Damit kannst du dein Haus umzäunen oder dir dort einen Garten anlegen, wo Blumen wachsen. Zäune helfen dir beim Aufteilen von Grundstücken, beim Anlegen von Parks oder sonstigen Flächen. Ich kann schon fast vor mir sehen, wie hübsch du Trodia damit gestalten wirst. 50 Exemplare Standardholzzaun sind schon mal ein hervorragender Anfang für deine Dekorationsspinne. Dazu hältst du bei mir aber ab jetzt gegen Nuckmalen auch Bastelanleitung für Zäune. Täglich neue Designs, Auswahl bis zum Abwinken. Mit dem Zaunfall. Schau einfach im Nuckportal, hm? Und ich hätte diese Riesenarbeit ja niemals schaffen können, Troplay. So, einmal kurz hier hin. Meine zusätzlichen Nuckmalen abgreifen. 200. Yes. Nö, jetzt gerade erstmal nur zum Bankautomaten Geld einzahlen. Ja, und dann haben wir eigentlich alle Aufgaben, die heute zu erledigen sind, erledigt. Weil mehr können wir jetzt nicht machen. Wir müssen auf das Bild warten. Wir haben für Nuke die Häuser gebaut. Der Laden von Nepp und Schlepp ist ja da und so weiter. Das war ja aber auch schon davor. Und ja. Ey, Leute, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.